Also, wir sind voll am Rumexperimentieren. Und jetzt holt man den Boden wieder auseinander. Ja, genau, war mir klar. Ich bin halt gerade ein bisschen schweigsamer und der Wolke ist ein bisschen. Keine Ahnung. Ich bin etwas müde. Das erklärt sich aber vielleicht auch daher, dass ich die letzten zwei Tage nicht ganz so viel schlafen konnte. Leider, leider. Obwohl ich Ferien habe, ja? Wir werden noch nicht auf und mittlerweile ist es gleich um eins. Oder halb eins oder halb eins um eins. Halb um eins? Halb oder halb um eins, ja, ist auch so eine Zeit, da man lieber schlafen gehen sollte. Ja. Manchmal bin ich ein echter Held, ne? Ja, doch. Nee, so würde ich das lassen. Jetzt, Jetzt die Steine sind rum. Das ist ja doch auch zu eng. Bei der Tür und so. Ich weiß nicht. Ich muss gerade gucken. Das ist auch gerade meine Befürchtung, dass es vielleicht ein bisschen zu eng wird. Oder so sieht's aus. Oder soll ich es so machen? Ja, die Küche auch wieder so eng. Also auch nicht wirklich was. Ja, aber ich glaube, ich kann es so besser verarbeiten. Emotional, meinst du? Ja, emotional kann ich meine Let's Play schon lange nicht mehr verarbeiten. Da ist schon alles zu spät. Wenn ich sehe, wie ich hier fehle, frage ich mich, wie meine Zuschauer emotional sowas überhaupt noch mit ansehen können. Das ist eine gute Frage. Ich bedanke mich schon mal herzlich für jeden Zuschauer, der sein Leben mit diesem Let's Play verschwendet. Wir danken hiermit herzlich jedem Zuschauer, der seine kostbare Lebenszeit an diese Let's Plays verschwendet. Herzlichen Dank. We love to entertain you. Genau. We love to entertain you. Was auch sonst. Also ich finde es hier auf jeden Fall wesentlich besser aus. Ja. Oder? Aber vielleicht, wenn du da die Decke vielleicht komplett reinziehst, sieht das vielleicht, ist das von oben vielleicht wieder so beengt. Was hier? Ja. Jetzt, ist das jetzt gut oder schlecht, was du gesagt hast? Na, ich weiß nicht. Also entweder machst du das komplett oben mit den Dingern zu, gell? Hatte ich nicht vor, ja, oder? Aber da weiß ich halt nicht, ob das dann von oben nicht vielleicht wieder so... So Ofen? Beengt aussieht. Und noch ein Ofen? Da brauche ich eigentlich zum Dings, ich kann das auch so machen. Aber noch. Ja. Gekonnt. Gekonnt. Aber noch zwei Öfen hierher. Zumindest. Herdplatten. Oder Herdplatten. Kann man? Nee. Nee, okay. Hat sich nicht. Ich finde, sie sieht eigentlich ganz nice aus, so. Ich wollte gerade fragen, ob man aus Obsidian auch diese Druckplatten machen kann, aber... Ja, würde geil aussehen, oder? So eine schwarze Druckplatte? Deswegen. Und das würde als Herdplatte noch besser passen, aber... Kann man ja nicht machen. Während man... Oder? Honeyball? Noch nicht. Honeyball, falls du eventuell zufällig diese Let's Plays siehst. Wäre mal eine Option, dass du vielleicht die Platten hier schwarz machst? Ich weiß ja, du veränderst nicht so gerne die Dinger, aber wäre vielleicht ganz cool. So in der Kiste kann ich eigentlich so stehen lassen, oder? Ja, also ich glaube nicht die Dinger zu verändern, weil ich denke, diese Steinplatten sollten auch noch da sein, haben auch guten Nutzen, sehen auch nicht schlecht aus. Die kommt weg hier, ich weiß, hab ich mir nicht gedacht. Allerdings finde ich, wenn man aus Obsidian diese Druckplatten machen könnte, wäre das eine echte Bereicherung. Weil an manchen Stellen würde so eine schwarze Platte einfach schicker aussehen. Es würde einfach ein bisschen was hermachen. Abgesehen davon sollte man ja immer schon ein bisschen so. Man sollte immer so ein bisschen multikulturell denken, sage ich jetzt mal dazu. Und auch diesen Menschen etwas widmen. Wie kommst du jetzt auf multikulturell denken? Weil mich das Schwarz gerade an multikulturell erinnert hat und ich ein Befürworter der Schwarzen bin, sage ich jetzt mal. Also, ich wollte damit ausdrücken, dass ich... Nein, Quatsch. Dass ich Sympathie für Schwarze habe. Klingt irgendwie komisch, aber ist ernst gemeint, also... Ja. Sag's doch ganz einfach so, wir haben nichts gegen Farbige. Ja, das sowieso nicht, nee, das auf keinen Fall. Ich bin ja selbst zum Viertel Ausländer, also geht das ja gar nicht.
Aber das Thema hatten wir ja auch schon mal, wo wir, das war auch, glaube ich, war das relativ am Anfang? Ich weiß es gar nicht mehr. Jetzt probiere ich mal aus, wie Druckplatten aussehen. Vielleicht sehen die auch so schnieke aus. Ah, ne, die sehen genauso aus, wie sind es auch immer. Meinst du, geht als Tisch oder zu übertrieben? Wenn da nicht diese Lücken drinne wären. Und die stören mich jetzt eher weniger eigentlich. Aber ansonsten. Passt das in die Ecke da oder soll ich das über die Ecke hauen? Nee, ich finde das passt da eigentlich perfekt. Das sieht richtig kuschelig aus. Kuschelig, warm und wollig. Und dann habe ich hier noch eine Idee. Wollig? Wie kommst du auf wollig? Keine jetzt? Ahnung, ich laber gerade irgendwas. Achso, also Standard. Standard, ja. Ich habe hier vielleicht eine andere Idee. Jetzt kommt's. Jetzt hat er schon wieder eine Idee, ich glaub's nicht. Was hören wir da eigentlich? Das klingt, als würde ein Neunjähriger auf dem Klavier rumtapsen. Ich weiß es nicht, aber mich hat's auch schon voll gestört. Na komm, Musik für Weihnachten. Warum nicht? Jetzt sehen alle Leute, wie dein Media Player aussieht. Den haben die anderen Leute schon 1000 Mal gesehen. Ach so. Und dass ich hier dann sozusagen noch 2 Töpfe draufstelle? Oder? Wo drauf? Da hier drauf. Ach so, ja. Habe ich hier aber gerade keine dabei, dann müsste ich mir welche machen. Ne, das kriegen wir doch hin. Habe ich Lehm dabei? Habe ich Lehm? Ja, ja. Den hat hier unten in der Kiste, glaube ich. Das kann ich übrigens abhaken. Das kann ich auch abhaken. Und dann kommt. Das können wir jetzt auch abhaken, also nicht abhaken, aber jetzt können wir es mal wegmachen. Und dann kommt hier Baumaterialien hin. Und hier ist halt alles drin, was oben nicht reingehört. Ach, ich tue es nicht, ich mache jetzt mal hin. Ich schlafe mal kurz. Du musst mal oben gucken, also ich dächte, du hattest irgendwo Lehm. Ja, aber nicht oben, oben ist ja kein bisschen. Nee, guck mal kurz oben. Ich weiß, dass du unten Lehm ist, definitiv, weil ich habe alles runtergeholt. Oder war da. Aha, das kann natürlich auch ein Lehmhaus gewesen ist, sein. Ist, genau, es ist nämlich bei den Erbsen mit dabei, der Lehm. Die haben wirklich fast Level 50, ich glaub's nicht. Oh, Achtung, hohe Sterbegefahr. Hey, Creeper, puh, tot. Vielleicht solltest du mal was verzaubern. Ja, dazu bräuchte ich mehr Diamanten. Weil, wenn ich mir eine Spitzhacke mache, dann reichen die Diamanten nicht mehr, weil wir haben ja nur 4. Oder? Das stimmt. Ja, 4. Ach nee, das waren Ziege, okay, gut. Na, die brauchen wir ja. Ja, ich meine, weil die gefragt hat, dass du Lehm hast. Machen wir uns mal 10 Stück? Gar nicht übertrieben. Na, ich weiß sonst eh nichts anzufangen damit. Die Eimer tun wir mal hier hoch. So. Aber wir haben ja Bücher. Überlegen. So, was tun wir denn rein? Wir könnten reintun das. Nehmen wir mal Blumen mit. Wir müssen sowieso immer ein bisschen mitnehmen. Das kommt ja gar nicht mehr hier rein jetzt, ne? Das ist schon voll. Ich guck gerade, ob irgendwas ich mitnehmen kann. Aber anscheinend nicht. Wir können aber ein bisschen unnötiges Zeug hier lassen, wie zum Beispiel die Erde, die Druckplatten, das können wir hier lassen, das können wir hier lassen. Komm, was ist das? Was ist das da? Das ist Sandstein. Den habe ich mal gefunden gehabt. In der Halloween-Aufnahme habe ich den mitgenommen, aus der Pyramide. Kennst du ja noch nicht. Ja, ich wollte gerade sagen. Na gut. So, dann nehmen wir jetzt hier mal ein bisschen Zeug mit. Aweng. Und dann können wir das auch alles mitsortieren. Und dann würde ich sagen, sortieren wir unten noch schnell ein, setzen noch die Blumentöpfe hin und dann machen wir was bei Schluss. Komme ich auf. Leute. Machen wir noch so circa 5 Minuten, dann komme ich auf 7 Folgen. Naja, passt doch. Sind wir dann bei Folge 91. Boah, so viel schon. Ja, ja, geht flott voran. Und das Huhn legt fleißig Eier. Siehst du mal, das hatte ich wieder total vergessen. So, 2 Blumentöpfe. Und muss rein. Auch was. Mach mal Zuckerrohr da rein. Geht das nicht, Zuckerrohr geht nicht. Das ist natürlich. Wunderschön. Passt doch, oder? Ist im Bett irgendwie? Betraum. Betraum.
Dieser Traum. Geil. So, Baumgezeugs. Haben wir hier den. Können wir gleich mal wieder hier so machen, wie ich es vorhin drüben gemacht habe. So, hier. Habe ich noch Baumgezeugs. Hey, Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle Bells. Haben wir noch andere Bäume? Siehst du irgendwo noch Tropenbäume? Aber keine, gell? Nee. Keine Tropenbäume, die. Nothing, Tropenbaum. Grün gezuppelt haben wir hier zwei. Dann haben wir hier Gras. Natürlich nicht das Gras. So, Zuckerrohr. So kann man es einfach so machen hier. Die Samen hast du da noch, die musst du nochmal auf die Samenbank bringen. Der wird immer, der ist immer noch alt. Der wird nicht besser, glaub mir. Nee, ich nenne jetzt die Kiste einfach Samenbank. Achso, okay. So, dann machen wir den hier noch. Das sieht aus wie Marshmallows. Ja, ne? Irgendwie schon. Aber ich glaube, das soll es auch darstellen, weil Zucker sieht doch nicht so aus. Aber Marshmallows sind ja auch eigentlich fast nur Zucker, sagen wir es mal so. Auch wieder mal, auch wieder mal. Wahre Worte von einem weisen Mann. Weiß. Oh mein Gott. Ja. Ich sag jetzt nichts dazu. Die Drops tun wir woanders rein. Das sind gute Drops, oder was? Ja, das sind die Drops von Tieren halt. Du hast da noch 6 Pfeile. Ja, ich... Nee, die Pfeile kommen hier nicht rein. Sonst haben wir nichts, gell? Nee. Was kommen hier noch rein? Grün gezuckelt kommen die Blumen noch mit hier rein. Die Blümchen. Die Blümele. Die Pilze? Haben wir doch, ja, wir haben doch andere Pilze. So. Ach ja, das Tierzeug bleibt hier oben, stimmt ja. Aber oben. Was machst du mit dem Weizen? Kommt das Weizen? Das Weizen kommt hier herein. Das Weizen kommt hierher. So. So. Du musst mal wieder was essen. Du bist schon wieder hungrig. Oh, Brot haben wir genug. Sehr gut. Jürgen, wenn du mich nicht hättest, ja, du würdest verhungern. Dann hätte ich dich wahrscheinlich nicht. Das auch, aber du würdest verhungern. Sollst du das ja mal hier unten reinlegen jetzt, ne? Weil das brauchen wir ja alles nicht. Die Fackeln auch noch. Und dann gehen wir aber schnell hoch. Schaffen den Zeugs wieder weg. Den Zeugs? Den Zeugs. Der Gerät. Mache Döner mit der Gerät. Der Gerät. Das ist auch schon wieder alt eigentlich. Das ist ewig alt schon wieder. Wir haben vorhin die ganzen Sätze hier gar nicht aufgesammelt, fällt mir gerade ein. Ja. Und wenn wir darüber sprechen, dass das schon wieder ewig alt ist, dann fällt mir immer wieder auf. Wie alt wir eigentlich sind, ne? 22? Nee. Oder auch nicht. Aber, also, die Zeit, die verfliegt so schnell teilweise. Jetzt wird doch wieder melodramatisch. Ja, jetzt. Oh, das berührt mich emotional. So ist ja, ich könnte jetzt hier schon wieder ein Bier total reinpressen, damit ich meine Emotionen in Alkohol ertränke. What the fuck? Ja, so wird das nämlich unter Erwachsenen gemacht. Oder auch nicht, weil wir schon so erwachsen sind. Guck mal, ich habe sogar TNT gefunden in den Dings. What the hell? Ja, ja, genau. So, dann gehen wir mal wieder runter, schaffen den Rest noch weg und dann würde ich sagen, machen wir das jetzt gleich Ende. Wir haben jetzt am Ende wieder ein bisschen ziemlich viele Kisten rumgewühlt, aber ich meine, besser wir machen es jetzt, als wenn wir dann irgendwann wirklich mal eine halbe Stunde rumhängen und das machen. Ja, also manchmal habe ich so das Gefühl, Lieblingsbeschäftigung von dir, Neverguest, ist echt Kisten umsortieren. Ich hab's, als ich angefangen habe mit Minecraft, hatte ich so, dass ich wirklich einfach alles in die Kiste reingeschmissen habe. Aber wirklich, wenn du dann wirklich viel Zeug auf einmal hast, dann wird's unübersichtlich, wirklich unübersichtlich. Ja, bei mir ist das meistens so, ich hab irgendwie am Anfang so Kisten, wo ich bam, 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 einfach nur reinflacke. Und dann später mal, wenn ich da meine riesen Farm habe, dann mache ich mir wirklich auch Gedanken darüber, wie kann ich das strukturiert, wunderschön da irgendwo einsortieren. Das Problem bei mir ist halt, dass ich das ziemlich schnell schaffe. Ja, bei mir eben nicht. Also schneller als viele. Ich will nicht sagen, dass ich hier der Oberburner bin. Dann machen wir 3 das hier, ne 4, 5 das hier und dann einmal für goldene Äpfel noch. Er denkt schon weit. So weit. Oh mein Gott. Er kann denken. Da hat er mich ja wieder getippt.
So, dann machen wir hier noch. Jetzt hat es mich voll verwackelt gerade. Oh. Ich bin beinahe gestorben wegen dir. Wäre lustig geworden. Puff, oh, tot. Level 49 im Arsch. Und warum? Weil Wolke gegen die Maus gekommen ist. Weil Wolke wieder da war. Einfach. Weil er einfach da war. So, und an dieser Stelle würde ich sagen, natürlich der Helm wieder ab, wie immer. Verbeuge ich mich vor euch. Konnichiwa. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal Let's Play. Wir haben heute den Dschungel besucht. Wir haben den Sumpfbiom besucht. Wir haben ein Hexenhaus gefunden. Wir haben den Dschungeltempel leider nicht gefunden. Entdeckt, dass wir einen Katzbug haben. Jetzt breche ich mir gerade den Hals. Voll unrealistisch. Wir haben einen Huhn gespawnt. Wir haben das Gebäude hier ausgebaut. Wir haben die Felder bewirtschaftet. Wir haben ein wenig Kisten. Wir haben eigentlich ziemlich viel geschafft in den 2 Stunden jetzt. Ja, das war. Und jetzt würde ich sagen, verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auf Wiedersehen.